Hallo Leute, nachdem meine Allianz schon eine der Negativzonen-Events gestartet hat, schauen wir uns mal schnell an, wie schwer Meister und Episch wirklich ist. Ich weiß, ich habe ein relativ starkes Team, aber lasst euch nicht abschrecken, ich bin mir sicher, dass man es auch mit anderen schafft. Jetzt gleich mal mit typischen Ghost, Blade und Void Team rein. Dem Team kann man normalerweise, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich fast alles schaffe. Weil ich gehört habe, man muss immer nur einen Durchlauf schaffen. Schon, das hat man ja schon mal gesehen. Klassisch. Hat es schon früher mal gegeben. Schau mal ganz kurz, was da die Bossknoten sind. Besser das auf 2, eine schon effektiver und menschliche Fackel selbst mit 7-mal Schwellen passiv. Hat sich den aufweist. Wechselt er für 7. In die Form. Der neue Champion, mal schauen, was der so alles kann. Hier würde jetzt das nicht so ähnlich. Ich werde jetzt mal einen nehmen. Machen wir gleich Brust. Kann so lange dauern. 25.000 Leben, das ist viel. Aber wie gesagt, das ist der nächste. Erster Schwierigkeitsgrad. Gut. Mal. Bin gespannt, wie es ich werde jetzt zum Anfang einmal Ant-Man nehmen. Einfach mal um zu schauen, wer eigentlich so. Dass ich da jetzt mit Ghost reingehe und dann ist. Ich habe den jetzt für diese Woche schon zum Testen bekommen. Ich habe ihn mir aber noch nicht. Weiß ich noch nicht. Okay. Wäre Attacke das. Okay. Aber ich bin etwas gewöhnungsbedürftig. Haben wir jetzt noch. Wasband. Die Verteidigung hat er natürlich wieder automatisch nicht die Oberform verwendet. Weiß ich nicht, ob da noch etwas dran ist, da noch etwas machen, weil dadurch er seiner passiven Fähigkeiten mehr komplett ausgeschaltet ist. Dann nochmal schauen. Und gleich. Einmal so mitbrechen. Ja, mit so vielen ganzen Flammen, dass man wirklich Bewegungen auseinanderkennt. Die ersten beiden Angriffe schon ausgewichen, aber den dritten vergessen. Fertig mit Ghost. Erledigt. Schauen wir jetzt noch kurz. Connected ist. Aber hier, wie man sieht, 600 Alpha 2, 125 5-Sterne-Kristalle, also es passt schon. Wirklich, das sind nur zwei Kämpfe und nichts Außergewöhnliches. Hier ja, sieht schon etwas anspruchsvoller aus. 40k. Kann man mal kurz. Aber es sind jetzt nicht. Extreme Knoten. Ich glaube, hier, wenn man sowas hat, machen sie sehr beliebt. Aspect of. Achso, das ist Aspect of. Das habe ich jetzt verwechselt. Ich habe gedacht, das ist.
Deck des Krieges, aber da wieder auf die. Aber das sollte auch mit, geht eigentlich mit 4 Stunden Champions auch, wenn ich mir das so ansehe. Ich muss noch schauen, wie es bei dem Boss ist, aber der ersten kleinen kommt man sich mit 4 Stunden Champions durch. Da braucht man keine 5 Stunden Champions. Hier besserte auf 2 Einäscherungsfähigkeiten besser, mehr Angriff geben, okay. Spontane Selbstentzündung, das ist genauso wie vorher, dass er in seinen Oberform wechselt und Körper schalten um 100% länger. Das heißt, wenn er dich erwischt und dich einäschert, dann ja, dauern die Debuffs länger an. Also zum Beispiel Void sollte da meiner Meinung nach ein sehr guter Champion sein, da er einäscherungsimmun ist. Aber probier es jetzt noch einmal mit Wasp, einfach weil ich mich an die Animationen etwas gewöhnen möchte. Auch euch ein bisschen was zu zeigen. Mal schauen, vielleicht kann ich ihn auf die SK2 drücken. Bei der schweren Attacke lädt er die Temperatur auf, habe ich gerade gesehen. So bekommt er seine Temperatur. Der SK2 habe ich jetzt noch nicht geschafft, mal schauen. Ja, jetzt sollte er die SK2 haben, mal schauen. Startet so ähnlich wie die von Sentry, aber dann legt er noch ein paar Hits nach. Das habe ich jetzt erwartet. Aber wie man hier sieht, mit Wasp R3 habe ich gleich mal fast die Hits bekommen. Plus. Defensiv, wenn Patch zusammenhängt, wird es verpackt, aber ja, irgendwie spielen sie kommen. Aber wenn man Ghost hat, ja, Ghost, wie viele schon sagen, ist wie ein Cheatcode im Spiel. Also haben wir jetzt dann die Belohnungen, wie sie aussehen. Da bekommt man Stufe 5 Entwicklerfragmente, 75, 200 5-Sternkristalle und 75 6-Sternkristalle. Also bin mir jetzt noch nicht sicher, wie oft diese Mission gemacht werden kann, ob da jeder nur einmal so eine Mission starten kann oder ob man die Mission auch mehrmals starten kann. Aber in Summe, ja, es kommt doch schon ganz schön was zusammen. So sicher 500. 6-Stern-Splitter, ein paar tausend 5-Stern-Splitter. Also das bringt schon was. Nicht lange, das sind nur 2 Kämpfe und dafür sind die Belohnungen schon ganz okay. Also dann, ich hoffe, das Video wird euch helfen und lasst euch nicht abschrecken. Man kann es, soweit ich es jetzt ansehen kann, ja, man kann auch mehrmals einsteigen, also wenn man mal was verliert oder sowas, nicht gleich verzweifeln. Aussteigen, neu einsteigen und schaut, dass ihr keine Items verwendet. Man kann das wirklich auch ohne Items schaffen und die Belohnungen sind es dann doch wert. Also ich hoffe, das hilft euch und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, liked das Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe eine Patreon-Seite. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie ihr mich da am besten unterstützen könnt, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich mal vielleicht ein Video dazu machen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich mache ja alles gratis, wäre ich euch sehr dankbar. Und ansonsten wünsche ich euch viel Glück bei dem aktuellen Event und bis zum nächsten Mal. Tschüss!